Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist schon wieder der erste und da wird es natürlich Zeit für ein Quickie und natürlich wie immer der MFB-Jahreskalender. Heute hier im monatlichen Unboxing. Natürlich schauen wir vorher nochmal in den Umklappkalender. Im letzten Monat hatten wir ja von Major Fish was drin. Ich glaube, das war ein Hardbait, der eigentlich ziemlich cool aussah. So Richtung schwarz-dunkel. Ich kann ja nochmal gucken. Moment, ich ziehe den mal gleich hier raus. Ja, genau, der sah eigentlich ziemlich cool aus. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was wir dann jetzt im Monat November haben. Wir haben noch quasi dieses Türchen und danach natürlich noch das Dezember-Türchen. Und dann bin ich hier auch mit meinen MFB-Produkten theoretisch am Ende. Einige von euch haben es immer noch nicht mitbekommen. Ich werde tatsächlich immer noch mal angeschrieben, ob es jetzt in einem Videokommentar ist oder bei Instagram. Lemmy, was ist denn jetzt hier mit den Adventskalendern von MFB? Tja, da kann ich leider nur sagen, für jeden, der es noch nicht weiß, MFB ist natürlich schon insolvent. Die Website ist vom Netz genommen. Hier und da tummeln sich noch ein paar Produkte bei Amazon oder so, aber nichts Genaues. Ich habe auch noch ein bisschen was hier liegen, was ich euch theoretisch hätte zeigen können. Aber da ihr es eh nicht bestellen könnt, macht es jetzt eigentlich auch eher weniger Sinn. Vielleicht hebe ich mir das mal auf für ein Retro-Unboxing. Schade ist es in jedem Fall, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt hier mal an. Schau mal im Umblätterkalender, was wir denn da haben. Auf jeden Fall etwas von der Firma Berkeley. Etwas von der Firma Berkeley, von jemandem mit einem Barsch in der Hand, der eine Abu Garcia-Tüte, wollte ich gerade sagen, Mütze aufhat. Jedenfalls, weiß ich nicht, gehören die zusammen, die Firmen? Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ja, genau, da bin ich ja mal sehr gespannt. Also, der ist Teamangler bei Abu Garcia und Berkeley. Der geht hier also gleich mit zwei Firmen ins Bett. Gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall finanziell sicherlich lukrativ. So, da ist das gute Stück. November, da sehe ich schon. Den holen wir mal raus. Schwupps. So, der mit dem Barschtanz. Oh, den Barschköder. Immer super. Würde ich mal sagen. Auspacken. Och, ist er nicht klein. Doch, er ist klein. Da haben wir hier den Sneak Minnow. Motor Oil ist die Farbe. Er ist 5 cm lang und es sind 6 Stück drin. Ja, ein kleiner V-Tail hinten dran. Ja, ein kleiner, feiner Barschköder. Ansonsten nichts weiter drin, kein Aufkleber. Boah. Unspektakulär, aber sicherlich irgendwie in Ordnung. So, natürlich hier mit der Powerbait Catch More Fish Formel 18 times longer. Das heißt, dass der Fisch beim Biss wissenschaftlich erwiesen von den hochqualifizierten Wissenschaftlern der Berkeley GmbH festgestellt haben, dass der Fisch 18 Mal länger den Köder bei einem Biss im Maul behält wie bei anderen Ködern, die nicht die Powerbait-Formel verwenden. Genau so, glaube ich, sollte es sein. Ja, genau. Soll ich den mal auspacken? Na los, ich packe den mal aus jetzt hier. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Geht nicht. Von unten? Von oben? Von vorne? Von hinten? Einfach aufreißen. Wie ein Westpaket. Klebt. So. Da ist er. Der Kleine. Ist er nicht süß? Doch, unspektakulär. Farbe Motoröl. Der ist jetzt nicht so richtig voraktiv. Ziemlich fester Köder. Man sieht hier auch schon, der lässt hier nicht doll hängen. Frrr. Boah. Okay. Das war's schon. Tschüss. Nein. Okay, gut, also kleines Türchen hier für zwischendurch, was Nettes. Da wird es sicherlich, hoffentlich im Dezember nochmal ein richtiges Reißertürchen geben. 100 Euro hat der Kalender mal gekostet. Irgendwann wird er sicherlich noch mehr wert sein. Und dann würde ich mal sagen, war's das heute hier mit diesem Video. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.